Neuland Niveau nutzen. Steuerung von projektorientiertem Unterricht über eine geeignete Forschungsfrage. Das Prinzip der Strukturierung und Progression von Lerninhalten sieht in klassischer Form auf dem Weg der kleinen Schritte vor, dass grundsätzlich vom Leichten zum Schweren gearbeitet wird. Die Komplexität der Anforderungen steigert sich dabei im Laufe des Lernprozesses. Bei projektorientiertem Unterricht hingegen liegt zu Beginn ein großes Ziel oder eine Forschungsfrage auf Basis eines bewussten Nichtwissens vor. Mit dieser Forschungsfrage wird sich dieses kurze Video zentral beschäftigen. Der Lernprozess besteht dann aus verschiedenen Teilaspekten, um dieses Ziel zu erreichen und eben um die Forschungsfrage umfassend zu beantworten. Hier ergibt sich die Reihenfolge der Lerninhalte oft nicht zwangsläufig aus der zunehmenden Komplexität, sondern oft auch aus einer selbstgewählten und logischen Reihenfolge. Das projektorientierte Lernen genießt in Schulen in der Regel nicht den besten Ruf, obwohl es eine Vielzahl von Studien gibt, die deren hohe Lernwirksamkeit belegen. Gründe dafür sind zum Beispiel folgende. Oft kommt es vor, dass das Lernprodukt eher aus einer Zusammenstellung verschiedenster, meist digitaler Textvorlagen besteht, als aus den eigenen Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler. Dieser Umstand hat heutzutage natürlich viel damit zu tun, dass Inhalte im Internet fast beliebig verfügbar sind. Man könnte sagen, es handelt sich um Copy-and-Paste-Projekte. Ein zweiter Punkt besteht darin, dass die Formulierung eines Erwartungshorizonts beim Projektlernen sehr schwierig ist. Damit ist es nicht einfach, eine transparente Leistungsbewertung sicherzustellen. Ein Unwohlsein entsteht leicht im Hinblick auf die Qualität des Projektlernens. Da kam ja gar nicht so viel heraus. Was haben Sie eigentlich gelernt? Hätte ich doch klassisch unterrichtet. Der Grund dafür ist, dass die beobachtete Lernleistung sehr ehrlich ist. Es lässt sich wenig beschönigen, wenn das Lernprodukt erhebliche Mängel aufweist. Die Förderung von prozessbezogenen Kompetenzen, was im Projektlernen immer einen Schwerpunkt bildet, spielt im normalen Unterricht im Vergleich zum fachlichen Lernen eher eine geringe Rolle. Bei projektorientierten Lernarrangements fällt oft eine Abgrenzung nicht leicht. Wenn ich ein Projekt über das Thema Wasser oder Rom mache, was soll dann der Inhalt sein? Was ist wichtig oder was kann man auch weglassen? Der Anteil selbstgesteuerten Lernens ist in Schule im regulären Unterrichtsverlauf meist relativ begrenzt. Wenn wir Projekte zulassen, dann entsteht leicht eine gewisse Hilflosigkeit durch Kontrollverlust. Vor diesem Hintergrund widmen wir uns jetzt der folgenden Frage. Wie können wir über eine geeignete Forschungsfrage diesen Sorgen begegnen und eine hohe Lernwirksamkeit bei projektorientiertem Lernen sicherstellen? Wir benutzen in diesem Video den Begriff Forschungsfrage, synonym zu dem einer handlungsleitenden Fragestellung. In jedem Fall geht es um ein übergreifendes Ziel, das den Lernprozess strukturiert. Diese Forschungsfrage bietet den Rahmen für den gesamten Lernverlauf. Jederzeit müssen sich die Aktionen daran messen lassen, ob sie einen Beitrag zu deren Bewältigung leisten. Um eine geeignete Forschungsfrage zu finden, hilft vielleicht folgende Analogie. Ca. 75% aller berufstätigen Menschen in Deutschland arbeiten in Projekten. Mit der Qualität ihrer Projekte verdienen sie ihr Geld. Da geht es um klare Ziele und Fragestellungen von Auftraggebern und natürlich darum, wie sie honoriert werden. Aber für was ist ein Auftraggeber bereit zu zahlen? Eine mögliche Antwort versteckt sich hinter den drei Buchstaben NNN. Eine Forschungsfrage erweist sich in der Regel dann als tragfähig, wenn folgende drei Kriterien erfüllt sind. Erstens Neuland. Diese Frage ist in dieser Form so wahrscheinlich noch nicht beantwortet worden. Wenn die Lösung schon frei verfügbar wäre, dann würde niemand dafür bezahlen. Nun könnte man argumentieren, dass die Inhalte in der Schule in der Regel alle nicht besonders neu sind. Aus diesem Dilemma hilft häufig ein Einbezug des persönlichen Umfelds.
Warum wäre es gerade für meine Mitschülerinnen und Mitschüler attraktiv, nach Marokko zu reisen? Zweitens, Niveau. Eine verwertbare Beantwortung dieser Frage erfordert einen tiefen Einstieg in die Thematik. Für ein einfaches Nachschlagen beauftragt niemand ein Projekt. Nach diesem Kriterium wäre die Forschungsfrage, wie funktioniert eine Schleuse, nicht besonders gut geeignet. Drittens, Nutzen. Die umfassende Beantwortung dieser Frage kann Ausgangspunkt für Handlungen in der Zukunft sein. In der Analogie zu Projekten außerhalb von Schule ist dieser Aspekt auch unmittelbar klar. Warum beauftragen, wenn ich es nicht brauche? Eine Forschungsfrage der Form, wie ist das Essverhalten der Schülerinnen und Schüler in unserer Mensa, kann zum Beispiel direkt den Nutzen haben, an der Attraktivität des Mensa-Angebotes zu arbeiten. An folgenden geeigneten und weniger geeigneten Beispielen machen wir hier die Kriterien deutlich. Dafür ist es gegebenenfalls sinnvoll, den Film anzuhalten und die Themen und Fragen auf ihr Potenzial hin zu diskutieren. In der linken Spalte finden sich Klassiker des Projektlernens in Schule. Nicht alle genügen den Ansprüchen von Neuland, Niveau und Nutzen. Stoppen Sie hier das Video und diskutieren Sie über die Qualität der Projekte unter der Perspektive NNN. War noch was? Ach ja! Wie können wir denn nun über eine geeignete Forschungsfrage den Sorgen beim Projektlernen begegnen und damit eine hohe Lernwirksamkeit sicherstellen? Nun, wenn es uns gelingt, eine geeignete Forschungsfrage zu verwenden, die in ihrer Formulierung Neuland ist, ein entsprechendes Niveau beinhaltet und die für weitere Aktionen nutzbar sein kann, dann kann es sich um einen tragfähigen Anlass für ein lernwirksames Projekt handeln. Oder?